Gute Frage. Also wir haben, glaube ich, nicht wirklich damit gerechnet, dass wir gewinnen. Also wir haben damit gerechnet, dass wir es lange aufhalten können, dass wir natürlich, wenn es richtig gut läuft, dass wir da auch eine Möglichkeit bekommen, ein Tor zu schießen. Das war unser Ziel, das haben wir heute leider nicht geschafft. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen einen richtig guten Gegner gespielt haben, der in der Breite hervorragend besetzt ist, der heute uns auch hinten raus sehr viel Probleme bereitet haben. Wir haben uns sehr gut verkauft, definitiv sehr, sehr gut gestanden, ein paar Möglichkeiten gehabt. Stimmung war gut, ein paar Leute da gewesen. Für den Verein ist es was Großartiges. Wir freuen uns drauf, nur müssen wir auch nicht, oder dürfen nicht vergessen, dass wir morgen auch noch ein Spiel haben. Und dass wir dann am Sonntag gegen die gleichen Gegner von morgen auch nochmal spielen müssen. Und von daher ist es eine schöne, harte Woche, aber auch eine spannende und interessante. Ja, war ein schweres Spiel. Wussten wir, dass der Gegner stark ist. Wir haben uns Ziel fallen lassen, wir haben geguckt, was die Räume, die uns geben nach Ballverlust. Haben versucht, den Ball zu halten oder mal schnell umzuschalten. Ja, im Nachhinein kann man sagen, die Tore, die gefallen sind, unglücklich. Ende erster Halbzeit, letzte Aktion, abgefälschtes Tor. Wenn es nicht fällt oder wenn wir es 1-0 durch Benny Beutel machen, weiß keiner, wie das Spiel läuft. Kein Match gehabt, würde ich mal sagen. Und dann, ja, muss alles klappen an so einem Tag gegen Bayern Alzenau. Aber man hat schon gesehen, was eine Klasse die haben. Starke Truppe, sind nicht umsonst Hessenliga Topmannschaft. Aber für uns war es ein guter Test. Wir können zufrieden rausgehen. Haben bei uns auch einige gefehlt, aber im Endeffekt Ergebnis verdient und ja, alles gut. Ja, ich glaube schon. Also für mich als Trainer nehme ich da sicherlich einiges mit. Umschaltspiel, defensiv, Arbeit vom Gegner und der erste schnelle Kontakt. Für die Jungs war es wahrscheinlich auch was Besonderes, gegen Mannschaften oder gegen Jungs zu spielen, die in den NLZs ausgebildet worden sind, die schon länger auch oben in den Jugendmannschaften gearbeitet haben, die von sehr guten Trainern trainiert werden. Und natürlich haben wir offiziell zu Hause ein Pflichtspiel gegen den Hessenligisten gemacht. Und das ist was für den Verein was ganz, ganz Tolles, für uns was ganz Tolles. Nehmen wir mit und hoffen, dass wir vielleicht nächstes Jahr noch ein Spiel haben gegen Hessenligisten im Hessenpokal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.